Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich bin Lucia, für alle, die mich noch nicht kennen. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und ich falle direkt jetzt mal mit der Tür ins Haus. Wir reden heute über Charles Manson. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt, denn es findet tatsächlich heute in dieser Sekunde eine Premiere auf diesem Kanal statt. Ich habe nämlich zum ersten Mal einen Gesprächspartner. Und nicht nur irgendeinen. Ich rede heute mit Ryan Oxenberg, mit einem Mann, der mit Charles Manson selber gesprochen hat. Er weiß aus erster Hand, wie es ist, mit einem Mann zu reden, der ganz Hollywood in Angst und Schrecken versetzt hat, der für mehrere Morde verantwortlich ist und der es geschafft hat, einen ganzen Kult um sich zu errichten. Ihr könnt euch vorstellen, ich hatte viele Fragen an Ryan. Er war bereit, alles davon zu beantworten und jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Fall. Oh, bevor ich das vergesse, alle Links zu Ryan und zu seinen Videos findet ihr unten in der Bio. Also, wenn ihr euch für all das interessiert, dann könnt ihr da noch weitere Antworten finden. Am 12. November 1934 wurde Charles Miller Maddox als uneheliches Kind geboren. Er kam damals in Cincinnati zur Welt und seine Mutter Caitlin war gerade mal 16 Jahre alt. Da Charles seinen Vater nie kennengelernt hat und demnach auch keinen Bezug zu ihm hatte, nimmt er später dann den Namen seines neuen Stiefvaters an, also den Namen von dem Mann, den seine Mutter dann später heiratet. Der Name lautet Manson. Über Charles leiblichen Vater gibt es nicht sonderlich viele Informationen. Der hat einfach keine große Rolle, beziehungsweise gar keine Rolle in Charles' Leben gespielt und ist wahrscheinlich auch gegen 1954 dann verstorben. Mansons Mutter, die ja ihr Kind sehr früh bekommen hat und mit dieser Verantwortung größtenteils alleine dastand, die war immer so ein bisschen kriminell unterwegs. In 1939 überfällt sie dann zum Beispiel eine Tankstelle und landet tatsächlich für 5 Jahre im Gefängnis. Das heißt, Manson hatte weder einen Vater, der anwesend war, noch eine Mutter, die sich um ihn kümmern konnte und so zog er dann um. Für Charles ging es nämlich zu seiner Tante und seinem Onkel nach West Virginia. Als seine Mutter 1942 aus dem Gefängnis entlassen wird, sie durfte frühzeitig gehen, ist das aber nicht so wirklich ein Segen für den kleinen Charles. Denn sie ist Alkoholikerin, sie ist in, wie sagt man so schön, in gefährlichen Kreisen unterwegs, also gibt sich mit Leuten ab, wo man sagen würde, das ist nicht der beste Umgang für einen Heranwachsenden. Sie lebt dann mit Charles in so einem heruntergekommenen Hotel. Es wird also alles nicht so dem pädagogischen Anspruch gerecht, den man heutzutage so verfolgen möchte. Nur 5 Jahre später wird Charles dann auch in ein Erziehungsheim für schwer erziehbare Jungen abgegeben. Dort war er dafür bekannt, dass er immer Streit gesucht hat, dass er es nicht geschafft hat, sich richtig mit den anderen Kindern anzufreunden. Es hieß, er habe sich asozial verhalten und er habe unter Verfolgungswahn gelitten. Und nur 10 Monate später reist er dann aus und rennt zu seiner Mutter zurück. Diese weist ihn aber erneut ab und sagt, ich möchte nichts mehr mit dir und deiner Erziehung zu tun haben, du musst alleine klarkommen. An diesem Punkt können wir ja schon mal einen Blick auf das Leben von Manson werfen, so wie es bis jetzt gelaufen ist, war es ja durchweg trostlos. Er kommt zur Welt, weder sein Vater noch seine Mutter haben ein richtiges Interesse daran, den Kleinen großzuziehen. Der Vater ist irgendwann komplett weg und dann wird er eigentlich nur noch von der Tante ins Kinderheim, zur Mutter zurück, hin und her geschubst, ohne irgendwen zu haben, der sich wirklich um ihn kümmert. Und das ist ja wirklich was wir ganz oft in diesen Fällen beobachten, dass so eine Kinderseele da einfach einen Schaden von nimmt und dass man das später auch immer wieder merkt, dass diese Menschen irgendwo mal ganz doll verletzt wurden. Also das haben wir in ganz vielen Fällen schon gehabt, dass in der Kindheit so viele Dinge schiefgelaufen sind, was dann die Taten später natürlich nicht rechtfertigen, aber was auf jeden Fall die Frage aufwirft, wie wäre alles gelaufen, wäre Charles in einer schönen, glücklichen, liebevollen Familie groß geworden. Noch im selben Jahr, also in 1947, wird Charles dann bei einem Einbruch gefasst. Und so landet er dann in Nebraska in einer Jugendhilfeeinrichtung. Und was jetzt in den nächsten Jahren passiert, hört sich immer gleich an. Denn er landet in dieser Einrichtung und er bricht aus. Nach seinem Ausbruch flüchtet er erstmal zu einem Bekannten nach Illinois. Illinois. Das klingt gut, oder? Illinois. I'm sick. Noi. Und dort verübt er dann aber direkt weitere Raubüberfälle und Einbrüche. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wird er auch da wieder gefasst und landet auch hier wieder in einer Jugendstrafanstalt, diesmal in Indiana. Und jetzt kommt's, insgesamt schafft er es 18 Mal aus dieser Jugendstrafanstalt auszubrechen. 18 Mal. Also entweder Charles ist ein absolutes Superbrain oder die müssen wirklich mal an der Security arbeiten. Also eins von beiden. 18 Mal.
In 1951 unternimmt er dann einen weiteren Ausrissversuch. Er hat es tatsächlich geschafft, 3 Jahre lang die Füße stillzuhalten und einfach mal seine Strafe abzusitzen. Aber dann soll es wohl wieder soweit sein. Er schnappt sich einen weiteren Insassen. Die beiden klauen dann auch ein Auto und brettern in Richtung Kalifornien. Auf der Reise dahin üben sie insgesamt 20 Raubüberfälle aus. Doch auch hier geht die Reise wieder mal nicht sonderlich lang. Die Polizei schnappt die beiden und ihr wisst, wo es wieder hingeht, in die Jugendstrafanstalt. Diesmal aber in Washington D.C. Also er ist eigentlich schon gut rumgekommen, der junge Charles, ohne wirklich ein freier Mann gewesen zu sein. In dieser Anstalt wird Charles dann von einem Psychiater untersucht und der kommt zu ziemlich erschreckenden Ergebnissen. Er stellt ein beträchtliches Ausmaß an Zurückweisung, mangelnder Stabilität und einem psychischen Trauma fest. Außerdem beschreibt er Charles als asozial, rastlos, ein launischer Jugendlicher mit Minderwertigkeitsgefühlen und der seine Gedanken an seine Mutter verdrängt. Also so ein bisschen Mami-Issues hat. Nebenbei wird dann auch der IQ von Manson gemessen und der beläuft sich auf 109 IQ-Punkte. Heißt das, glaube ich, oder? Auf jeden Fall ist das jetzt keine unterdurchschnittliche Zahl. Ist eher sogar im höheren Bereich. Ja. Diese Angaben waren jetzt ohne Gewähr. Auf jeden Fall lässt sich zusammenfassen, dass das eine ziemlich harte Beurteilung war. Also der Psychiater hat ja einiges an Problemen festgestellt bei Manson. Und trotzdem wird dieser nur 4 Jahre später entlassen. Und ab diesem Zeitpunkt ist er dann komplett auf sich alleine gestellt. An dieser Stelle habe ich mich dann auch gefragt, ist das zu verantworten, dass man jemanden freilässt oder dass man jemandem die ganze Verantwortung fürs eigene Leben überträgt, der sichtlich nicht bereit dafür ist? Also ich denke, dass wenn jemand so viele Probleme mit sich rumschleppt, man auf jeden Fall weiter helfen muss und da weiter betreuen muss, bis es dieser Person gut geht, bis sie wieder stabil ist. Denn ansonsten stellt er ja nicht nur für sich selber, sondern auch für alle anderen eine große Gefahr dar. Aber was ist eure Meinung dazu? Gerne in die Kommentare. Wir sind jetzt in 1954, kurz bevor Manson entlassen wird. Er wird jetzt erstmal in eine Strafanstalt mit geringeren Auflagen, die nicht so doll bewacht ist, verlegt. Das heißt, man könnte meinen, man würde ihm jetzt langsam so einen Vertrauensvorschuss geben. Man hätte Vertrauen darin, dass Manson sich bessert und dass er jetzt diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr braucht, weil er jetzt ja nicht mehr abhaut. Tatsächlich kommt es in dieser Anstalt zu mehreren Zwischenfällen. Zum Beispiel zwingt er einen der anderen Insassen mit einer Rasierklinge dazu, mit ihm Analverkehr zu haben. Daraufhin, ihr könnt's euch vorstellen, wird er wieder einmal verlegt. Diesmal geht es nach Petersburg, Virginia. Und auch da eckt Manson an, wo es nur geht. Er wird schon bald als extrem gefährlich eingestuft. Und ihr könnt es euch schon denken, es wird langsam schon ein bisschen langweilig, aber er wird wieder verlegt. Nachdem er nämlich gegen mehrere Regeln verstoßen hat und immer wieder mit seinem asozialen Verhalten aufgefallen ist, kommt er nach Ohio. Dort scheint er langsam aber an sich zu arbeiten. Er war bis jetzt ein Analphabet, beginnt dann damit langsam sich das Lernen und das Schreiben selber beizubringen und will auch ansonsten sich so ein bisschen mehr in die Gruppen integrieren. Außerdem bekommt er dann auch seinen ersten Job als Reparateur für Anstaltsfahrzeuge. Also scheint seine Energie in was Besseres zu kanalisieren als ins Ausbrechen und wieder ins Ausbrechen und dann wieder ins Ausbrechen. Tatsächlich entwickelt er auch so eine Art Taktik, sich bei anderen Menschen beliebt zu machen und sich aber auch zu behaupten. Er ist nämlich ein sehr kleiner Mann, tatsächlich. Er ist 1,57 groß, also genauso groß wie ich. Und demnach, gerade jetzt so in einem Gefängnis, wo ja der Umgang auch ein rauer ist und es auch so ein bisschen darauf ankommt, dass man da sich positioniert, sag ich mal, eignet er sich eben verschiedene Taktiken an, um da irgendwie gut anzukommen. So ist er zum Beispiel extrem humorvoll. Er wird unter anderem auch als sensibel beschrieben, was ich so ein bisschen komisch finde, weil er an anderer Stelle mit seinem asozialen Verhalten auffällt. Also so dieser Unterschied dazwischen, zwischen den Beschreibungen. Er scheint also viele Facetten zu haben und kommt bei vielen Menschen tatsächlich sehr, sehr gut an. Man merkt auch, dass ihm diese Anerkennung anderer sehr wichtig ist. Also, dass er danach strebt, dass alle ihn mögen. Und sowas Ähnliches hatten wir bei Jim Jones. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Der hat am Ende ja auch einen Kult um sich aufgebaut und hatte ähnliche Taktiken. Nämlich, dass man den Menschen gibt, was sie wollen, dass man ihnen Komplimente macht, dass man ihnen das sagt, was sie hören wollen, um so
ihr Vertrauen und ihre Zuneigung zu erschleichen. Und genauso hat das bei Manson auch funktioniert. In 1955 wird er dann aber endgültig verlassen und zieht zu seiner Tante und seinem Onkel zurück. Dort lernt er dann die Kellnerin Rosalie Jean Willis kennen, die zu diesem Zeitpunkt gerade mal 15 Jahre alt ist. Kaum kennengelernt, heiraten die beiden dann auch schon im Januar. Mit so ein paar Nebenjobs versuchen die beiden dann irgendwie über die Runden zu kommen. Manson arbeitet bei einer Tankstelle und kellnert auch. Aber wenn ihr jetzt gedacht habt, so jetzt wird die Geschichte doch noch eine gute und die beiden, keine Ahnung, bauen sich dann irgendwann ihr kleines Häuschen am See mit ihren 7 Kindern, dann ist das hier der falsche Kanal, denn Charles verfällt in alte Muster und beginnt wieder damit, Autodiebstähle zu begehen und auszurauben. Kaum hat er das wieder getan, wird er auch schon wieder gefasst. Als er vor Gericht steht, passieren 2 Dinge. Erstens sagt er aus, dass er sich in den Haftanstalten immer am wohlsten gefühlt hat und sich darauf freuen, wieder ins Gefängnis zu kommen, wäre zu viel gesagt, aber gemessen daran, dass er dort die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat, scheint er sich dort auch wirklich am wohlsten zu fühlen oder sich zumindest auszukennen. Und das zweite ist, dass seine Frau schwanger ist. Der Fakt, dass ihr Mann Manson vor Gericht stand, schien sie aber nicht irgendwie abzuschrecken, sondern sie hat sich vorgenommen, bei seiner Seite zu stehen und hatte so die Hoffnung, dass sie ihn ja irgendwann ändern könnte. Kennen wahrscheinlich viele von uns so diese Hoffnung, ne? I can change him. Aber das hat nicht so richtig geklappt. Tatsächlich wird er dann auch vom Gericht freigelassen. Er bekommt eine Strafe auf Bewährung in der Hoffnung, dass er sich um seine Frau kümmert, um das Kind kümmert und mit der Vaterschaft dann zu einem besseren Menschen wird. Jedoch verschludert er dann in 1956 ein paar der Gerichtstermine und zack, wird er inhaftiert. Er bekommt eine 3-jährige Haftstrafe und zu dieser Zeit wird dann auch sein Sohn geboren. Der wird tatsächlich Charles Manson Jr. getauft und seine Frau bringt ihn immer wieder mit ins Gefängnis. Die gehen ihn wöchentlich besuchen, was Charles auch wirklich zu schätzen weiß, denn er sagt einem Psychiater später, dass seine Frau die einzige Frau ist, die ihm je was bedeutet hat. Doch dann kommt 1957 und Charles Mutter besucht ihn im Gefängnis und dort erzählt sie ihm, dass seine Frau einen neuen Mann kennengelernt hat. Einen Monat später versucht Manson dann auszureißen, scheitert aber dabei und seine Frau reicht direkt die Scheidung ein. Es ist so ein bisschen unklar, was die Intention war, ob er zu ihr wollte, ob er mit ihr reden wollte oder ihr was antun wollte, aber ich kann verstehen, dass ihr das auf jeden Fall Angst gemacht hat und sie da jetzt einen absoluten Schlussstrich Manson gegenüber ziehen wollte. Kurz darauf heiratet sie dann auch wirklich den neuen Mann und bekommt das volle Sorgerecht für den Sohn mit Charles. Und damit bricht dann auch der Kontakt, den Manson zu seinem Sohn hatte, für immer ab. Er besucht ihn danach nie wieder. Das ist jetzt so eine kleine Side Note, denn tatsächlich ändert der Sohn von Charles Manson später seinen Namen, als er erfährt, was sein Vater getan hat und was für eine Art von Mensch er ist und nimmt sich dann auch eines Tages das Leben. Hierbei heißt es, dass er nicht als Sohn eines Mörders leben wollte. Das ist ziemlich traurig. In 1958 wird Manson dann aus der Haft entlassen und bekommt 5 Jahre auf Bewährung. Und die nächsten Jahre sind geprägt von allerlei Dingen, sag ich mal. Zum Beispiel wird er eines Tages wegen Checkbetruges festgenommen. Und als die Beamten sich kurz wegdrehen, um dann hier, keine Ahnung, aufzuschreiben, was er so begangen hat und hier so tat, Scheckbetrug, schluckt Charles den Scheck schnell runter, um die Beweise zu vernichten. So ziemlich zur selben Zeit werden auch immer mehr Stimmen laut, dass Charles Frauen als Prostituierte für sich arbeiten lässt, dass er eine Art Zuhälter sei und deswegen landet er auch wieder vor Gericht. Diesen Vorwürfen wird aber nicht weiter nachgegangen. Ein weiterer edler Move von unserem Charles ist dann, als er eine 19-Jährige kennenlernt, sie um ihre $700 Erspartes betrügt. Also ihr müsst euch das vorstellen, mit 19 Jahren $700, dafür hat die, was weiß ich, wie viele Stunden in irgendwelchen Cafés gejobbt und sich das zusammengekratzt und ja. Er betrügt sie darum und lässt anschließend sie und ein weiteres Mädchen für ihn als Prostituierte für ihn arbeiten. Aber dann heiratet er sie. Und so kommt dann in 1963 Charles zweiter Sohn zur Welt, der den Namen Charles Luther Manson trägt. Aber auch um diesen Sohn wird sich Manson nicht weiter kümmern. Der wandert jetzt nämlich wieder für 10 Jahre ins Gefängnis, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Und auch seine zweite Ehefrau lässt sich kurz darauf von ihm scheiden. Während seiner Zeit in der Haft beginnt Charles jetzt damit, sich mit Musik auseinanderzusetzen. In der Haftzeit komponiert er über 90 Lieder. So obsessed ist er mit der Musik und vor allen Dingen mit den Liedern von den Beatles. Und da sitzt er dann, schreibt seine Songs,
plant, die eines Tages zu verkaufen und versinkt so ganz in dieser Welt der Musik. I think one of the last albums that came out unofficially was Commemoration in 1994. One of his albums that came out of prison, you know, you can find on YouTube. And wouldn't it be interesting to film him in prison and go there? Sure. That's all it was. There was no real ulterior motive behind it. I wasn't trying to cash in on it or anything. Just curiosity. I wanted to just document it, yeah. Abgesehen davon fängt zu dieser Zeit auch damit an, sich mit der Scientology-Lehre auseinanderzusetzen. In 1967 soll Manson dann frühzeitig entlassen werden und tatsächlich bittet er darum, länger in der Anstalt bleiben zu können. Ihr müsst euch vorstellen, er ist zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt und hat insgesamt 17 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht. Das heißt, die Hälfte seines Lebens war er im Gefängnis. Und das als junger Mann. Ihm macht die ganze Welt draußen Angst. Es macht ja irgendwo Sinn. Er kennt die Welt da draußen gar nicht. Er weiß, wie das im Gefängnis funktioniert. Er hat seine Taktiken entwickelt. Er schafft es, sich dort in diesen Strukturen zu behaupten. Aber die Welt da draußen, die ist ja für ihn noch fast komplett unerforscht. Da muss er alles neu lernen. Und das macht ihm Angst. Aber er schafft es tatsächlich, sich als Straßenmusiker dann über Wasser zu halten und macht dann demnächst auch schon eine neue Bekanntschaft. Er lernt nämlich die 23-jährige Bibliothekarin Mary Brunner kennen. Er zieht auch schnell bei ihr ein, es beginnt eine Liebesgeschichte und vor allen Dingen wird die Manson Family geboren. Ab diesem Jahr beginnt Manson nämlich damit, sich einen Kult aufzubauen. Ein Kult, den er später die Manson Family tauft. He just came out of prison at a perfect time in 1968 and moved to San Francisco. He had a guitar. Yes. He was like 10, 15 years older than the college students or high school dropouts, young men and women who are looking for a leader, looking for this a spiritual voice, anything outside of what their stiff parents believed in, like whatever, like era of conservative politics in the 60s, like he was emblematic of the countercultural movement. He was a guru, like, you know, why not hang out with that guy? Das zweite Mitglied in diesem Kult, nach Mary, ist Lynette Fromm. Manson lebt zu der Zeit mit Lynette, Mary und zwei anderen Insassen, mit denen er damals im Gefängnis gewesen ist, in San Francisco zusammen. Ihr müsst euch vorstellen, es ist 1967, die späten 60er in San Francisco, die Stunde des Flower Powers. Das heißt, es wurde Musik gespielt, sie praktizierten die freie Liebe, um es ganz elegant auszudrücken. Es wurden jede Menge Drogen genommen, LSD durfte auf keiner Party fehlen, es wurde getanzt und man lebte das Hippie-Leben, so wie man sich vorstellt. Im selben Jahr noch wird Mary dann von ihm schwanger. Das heißt, Mansons drittes Kind ist auf dem Weg und der ist aber eher damit beschäftigt, Drogen zu nehmen und, wie soll ich sagen, eigene Prophezeiungen zu entwickeln. So sagt er zum Beispiel eines Tages, dass er selber Jesus Christus sei. Er ist fest davon überzeugt und schafft es anscheinend auch, die anderen davon zu überzeugen. Während eines LSD-Trips hätte er nämlich diese Botschaft bekommen, dass er der Erleuchtete sei und die anderen glauben ihm. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass LSD eine chemische Droge ist, die anders als andere bewusstseinserweiternd oder verändernd ist. Wenn da jemand dir was erzählt, während du so einen Trip hast, dann verknüpft sich das mit deiner Fantasie. Oh, ich habe einen Podcast dazu gehört und die hat das sehr viel eleganter und besser ausgedrückt als ich. Aber tatsächlich gibt es das Gerücht, dass Manson, während alle auf Drogen waren, rumgegangen ist, als einziger nüchtern geblieben ist, um dann den Leuten Sachen ins Ohr zu flüstern. Sachen wie, Charles Manson ist der Erleuchtete. Und die Leute, die gerade in dem Trip waren, haben angefangen, das dann auch so zu sehen. Waren sie dann wieder nüchtern, war dieser Gedanke aber trotzdem so tief schon eingepflanzt, dass sie es auch später geglaubt haben. Ob das alles der Wahrheit entspricht oder ob dieser Teil jetzt so ein bisschen Märchen und Erweiterungen der Geschichte waren, das weiß ich nicht. Aber dass Drogen eine große Rolle in all dem gespielt haben, das steht fest. Love can do that. And Charlie also used the word love because that was the ethos of the hippie movement. Like, it's all love, man. You know, like, we're killing out of love, man. Jim Jones is like on his tapes, this is not an act of suicide. This is an act of revolutionary suicide, protesting the conditions of an inhumane world. The voice, perfect. Die Manson Family wächst und wächst immer weiter. Immer mehr Menschen sind von dieser anfänglich ganz kleinen Hippie-Kommune überzeugt, wollen Teil davon sein und fangen an, Manson zu folgen.
So schließen sich im September dann auch zwei neue Mitglieder an, nämlich Patricia Kenwinkel und Bruce Davis. Zwei Namen, die später noch eine große Rolle spielen werden. Im Oktober diesen Jahres kauft sich die Manson Family dann einen Schulbus und damit brettern sie dann durch die Gegend. Das war natürlich eine geniale Art, alle bei bester Laune zu halten. Man konnte von A nach B fahren, man hat sich frei gefühlt, es hat Spaß gemacht, immer wieder neue Orte, neue Leute, so dass keiner das Ganze hinterfragt hat, weil man einfach eine gute Zeit hatte. Tatsächlich waren die Denkweisen von Manson aber bei weitem nicht so tolerant und frei und losgelöst, so wie man das jetzt hier vermuten würde. Im Gegenteil. Etwas, was mich sehr, sehr überrascht hat, als ich den Fall noch nicht so kannte und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war, dass Manson ein Rassist war. Und das passt ja gar nicht in diese Vorstellung von der Flower Power Hippie-Zeit rein. Er war fest davon überzeugt, dass bald ein Rassenkrieg stattfinden würde. Nur wenn man sich seiner Gruppierung anschließe, würde man es schaffen, diesen Rassenkrieg zu überleben. Auf diesem Wege, das hat er sich so eingeredet, würde er bald der Herrscher der Welt werden. Er hat erzählt, es gibt eine riesige Höhle am Eingang zum Paradies unter dem Tal des Todes. Ihr wisst wo, ne? Dort solle man sich verstecken und würde dann von diesen Rassenunruhen verschont bleiben. Manson ordered them to, you know, Patricia Krenwinkel, the Susan Atkins, Tex Watson, to leave something witchy because he wanted it to look like the blacks had killed these beautiful, wealthy, leftist whites and ignite the race war, helter skelter. Because if the Black Panthers got blamed for these murders, the police would crack down on them. The Panthers would revolt and the revolution would happen where the blacks would win. And the Manson family, this was like a theory that went around that okay. A part of the official narrative, by blaming the Black Panther, the police would get into incite a war with the Black Panthers, the Manson family would hide, and then when the blacks won yes. This war, the Manson family would emerge from the bottomless pit once this war is ended, and the family would emerge and take over the planet and be the dominant race because Charlie felt the blacks were too dumb to lead the human race. Manson believed that there was going to be that race war, and he convinced his followers that through messages that he was receiving in the lyrics of the Beatles' The White Album, prophecies of the Old Testament, that he was told that he was going to be the savior of the world. And once the race war started, they would hide in that bottomless pit. Doch dieser Rassenkrieg ist natürlich nicht eingetreten. Und alles, was Manson dann dazu zu sagen hatte, war, man müsse den dummen Schwarzen zeigen, wie man Weiße tötet. Er hoffte auf diesem Weg, einen Krieg zwischen Schwarz und Weiß auszulösen. Das versteht keiner. Anderer kleiner Side-Fact, er hatte ein Hakenkreuz in sein Gesicht geritzt. Abgesehen davon, dass er also ein übler Rassist war, hatte er auch noch sexistische Ideologien. So war er also der festen Überzeugung, dass die Frau nur als Dienerin des Mannes fungieren sollte. Das ist so die Aufgabe in ihrem Leben. Interessant dabei ist, dass ihm so viele Frauen gefolgt sind. So viele Frauen haben das getan, was er wollte. Zum Beispiel mit anderen Männern geschlafen, auf seinen Befehl hin oder auch mit ihm selbst. Abgesehen davon gab es weitere Regeln, wie zum Beispiel, dass Brillen verboten waren. Was ich interessant finde und was mich jetzt aus der Manson Family gekickt hätte. Schade. Und Fleisch war außerdem verboten. Das auch noch. Sehr, sehr interessanter Katalog an Dingen, woran er da seine Regeln erstellt hat. Aber wie gesagt, es sind ihm Leute gefolgt, es haben Leute auf sein Wort gehört und sind mit ihm bis aufs Äußerste gegangen. Eine Masche, die er nämlich hatte, um Leute davon zu überzeugen, bei ihm zu bleiben und zu ihm zu gehören, waren erstens die ganzen Drogen. Es war natürlich immer wie eine große Feier, wenn alle zusammen auf einem Trip waren. Es sah von außen aus wie eine große glückliche Familie auf LSD. Darüber hinaus gab es immer wieder Orgien und Gruppensex. Und er hat gerade männliche Anhänger damit ködern können, dass er gesagt hat, hier, schau mal, was ich für tolle Frauen in meinem Gefolge habe. Wenn du zu uns gehörst, kannst du mit all denen schlafen. Ja, ekelhaft. Und dann war da natürlich noch seine charismatische und einladende Art. Also es gibt zum Beispiel eine Frau, die später erzählt, dass sie von keinem Mann jemals solche Komplimente bekommen hat wie von Manson. Wenn du jemand bist, dem es an Selbstbewusstsein fehlt oder wenn du keinen Plan hast, was du mit deinem Leben machen willst, und dann kommt da auf einmal diese große, glückliche, bunte Familie und die sagt dir, komm zu uns, wir wissen, wie es geht, und nimm dich da auf, dann
geht das, glaube ich, leider Gottes sehr, sehr schnell, dass man da an die falschen Leute gerät und dann später nicht mehr rauskommt. Im November 1967 kommen weitere Anhänger zu der Manson-Familie dazu. Weitere Namen, die später noch wichtig sein werden, nämlich Susan Atkins, Ella Jo Bailey und Ruth Ann Morehouse. Sind alles sehr originelle Namen, deswegen entschuldigt, dass ich die ablese. Aber lieber wandern die Augen kurz nach unten, als dass ich hier nachher noch Quatsch erzähle. Aber immerhin kann ich die Schrift jetzt lesen, dank der Brille. Das ist schon mal was. In 1968 kommt es dann zu einem Zwischenfall zwischen Manson und Terry Melcher. Der ist nämlich ein Musikproduzent und in dieser Szene total bekannt und einflussreich. Und Manson verfolgt ja immer noch den Traum, einmal seine Songs zu verkaufen, einmal ein Rockstar zu werden. Er hat tatsächlich auch mit den Beach Boys angebandelt, hat sich da auch mit einem Teil der Gruppe gut verstanden. Der andere Teil konnte ihn überhaupt nicht leiden und er ist dann auch früher oder später aus der Gruppe geflogen, weil er sich nicht benommen hat und das ist noch eine ganze Geschichte für sich. Auf jeden Fall singt er bei diesem Terry Melcher dann vor, in der Hoffnung, einen Song mit ihm zu produzieren und dann endlich ein Rockstar zu werden. Das, was er schon immer werden wollte. So Terry Melcher, the record producer of the Byrds, or Dennis Wilson, the drummer of the Beach Boys, they saw potential in him and brought him into the studio. You know, now I think you could find these. It's unofficially called Psychedelic Soul, where Manson, in somewhere between March and May 1969, was brought into Brother Records recording studio. It's like the Apple to the Beatles, but Brother okay. Records is the Beach Boys record All label. Right. Yeah. And they were in the studio and this guy just didn't have the discipline to be recorded. He was like, the big microphone was in his face. He's like, oh, there's a giant phallic symbol. When you listen to that, there's really cool nuggets in there of music, but they're all false starts or he pauses in the middle. You could tell how scared he is. And then you hear Wilson in the booth saying, oh, baby, just don't worry about it. Just keep going. Just blow your soul, man. And, he just couldn't do it. Aber Terry sagt ihm ziemlich direkt ins Gesicht, du hast kein Talent. Das ist großer Quatsch, das werde ich nicht produzieren. Goodbye. Und Manson kann mit dieser Kränkung nicht leben. Nun zieht die Manson Family aber erstmal auf eine Ranch. Und das passt perfekt. Das war früher mal ein Ort, wo Westernfilme gedreht wurden. Das heißt, es war in den Weiten und man hatte viel Platz und man war trotzdem für sich. Und dort eröffnen sie dann ihr neues Lager. Zu dieser Zeit dreht Manson immer weiter durch, wenn ich das jetzt hier mal so platt sagen darf. Also er verprügelt Leute, er schießt einem Drogendealer in den Bauch. Er wird auch in seiner Art immer unterdrückender, fordernder. Und die Manson Family macht das aber alles mit. Sie gehorchen ihm nach wie vor aufs Wort. Nun ist es 1996 und Manson befiehlt den ersten Mord. Und zwar lässt er seinen ehemaligen Musiklehrer Gary Hinman von seinen Anhängern töten. Zuvor hat er ihm selber noch ein Ohr abgeschnitten, aber das war's dann. Also da habe ich mich gefragt, warum nur das Ohr? Hat er sich nicht getraut, die Tat selber durchzuziehen? Wollte er sich die Finger nicht dreckig machen? Was war der Grund dafür? Denn die Intention war eine klare. Hinman sollte sterben. Nachdem sie Hinman dann erstochen haben, schreiben sie mit seinem Blut Political Piggy an die Wand. Und das Pig steht immer für die Reichen und soll eine Beleidigung sein. Kurz darauf findet man aber den Anhänger der Manson Family, der diese Tat begangen hat, schlafend und blutverschmiert in Hinmans Wagen. Und zack, bumm, wird der natürlich wegen Mordverdachtes festgenommen. Nun befinden wir uns in der Nacht von dem 8. auf den 9. August 1969. Diese Nacht geht in die Geschichte ein als die Nacht der Tate-Morde. Ihr erinnert euch an Terry Melcher, der Mann, der Manson so böse gekränkt hat, weil er ihm gesagt hat, er würde keinen Song mit ihm aufnehmen. Das Haus von Terry wird in dieser Nacht aufgesucht. Das Ding ist aber, der wohnt gar nicht mehr da. Stattdessen wohnt dort Roman Polanski mit seiner Frau Sharon Tate, ein Regisseur mit seiner Schauspielerfreundin. Ein wunderbares Paar. Tatsächlich kenne ich die beiden seit meiner Kindheit, da ich damals immer Tanz der Vampire geguckt habe, wo beide mitgespielt haben. Und ich habe mir als kleines Mädchen immer gesagt, ich möchte später aussehen wie Sharon Tate. Das hat nicht funktioniert, aber toller Film, tolle Schauspielerin, wunderschöne Frau. Und die war an diesem Abend in dem Haus. Ihr Mann Roman war zu der Zeit nicht da und sie hatte Gäste geladen. Mit Sharon im Haus waren Jay Sebring, Abigail Folger und Wykesh Frykowski. Ein weiterer Gast, Stephen Parent, ist zu diesem Zeit zufällig auf dem Grundstück. Er wollte nur kurz was beim Hausmeister abgeben und war eigentlich schon auf dem Weg zu gehen. Er saß praktisch schon in seinem Auto, bereit, die Zündung laufen zu lassen und nach Hause zu fahren, als plötzlich ein paar
gerade Anhänger der Manson Family das Grundstück betreten. Es sind Charles Watson, Linda Kasabian, Susan Atkins und Patricia Krenwinkel, die da auf das Grundstück kommen. Terry Melcher went to visit him 6 times and just is like told him in so many words, this guy just didn't have the talent, he didn't have what it takes. And so that's where the whole being bitter thing, being screwed over by Wilson, by Terry Melcher, and the fact that why they chose that Cielo Drive property is still in question. Why, you know, the narrative came to, like, to instill fear in Terry Melcher. You burned me. You promised me a record career that didn't happen. Manson hatte diesen ganzen Plan Charles Watson in die Hand gelegt und hat ihn als Verantwortlichen ernannt. So kommt es dazu, dass noch bevor Stephen Parent weiß, was hier eigentlich losgeht, er schon mit 4 Schüssen getötet wird. Kurz danach verschaffen sich die Mitglieder der Manson Family dann schon Zugang zu dem Haus. Dort steht als erstes Jay, der dann überrumpelt wird. Er wird gefesselt und erschossen. Auch die anderen Anwesenden werden alle gefesselt und fixiert. Abigail schafft es zum Beispiel kurzzeitig, die Fesseln zu lösen und will abhauen. Doch Patricia holt sie ein und ersticht sie im Garten. Es heißt, Sharon Tate hätte ganz doll gefleht. Sie war zu diesem Zeitpunkt nämlich 8,5 Monate schwanger. Und sie hat gesagt, bitte, bitte lasst mich am Leben. Ihr könnt mich danach holen, aber ich möchte mein Kind auf die Welt bringen. Ich möchte, dass mein Kind lebt. Und trotzdem wird sie ermordet. Alle Anwesenden werden sowohl mit Schüssen als auch mit 102 Messerstichen getötet. Mit dem Blut von Sharon Tate wird das Wort Pig an die Haustür geschmiert. Und auch das Kind, was Sharon in sich trägt, verstirbt kurz darauf. Das muss wirklich eine wahnsinnig schlimme Zeit gewesen sein. Die Zeit, in der sie da saßen und gefesselt waren und darum gefleht haben, am Leben bleiben zu können. Tatsächlich waren Abigails letzte Worte: Ich bin doch schon tot. Also sie hatten so eine Angst. Sie waren so schwer verletzt, dass sie den Todschock gespürt haben, bevor sie gestorben sind. Diese blutige Szene wird dann zurückgelassen und am nächsten Tag geht die Manson Family auf ihren nächsten Streifzug. Diesmal haben sie einen italienischen Supermarktbesitzer im Visier. Und nicht nur ihn, sondern auch seine Ehefrau. Die beiden heißen Leno und Rosemarie LaBianca. Hier gibt es Gerüchte, dass sie einmal Manson und seine Anhänger bei der Polizei verpfiffen haben, weil die zu laut waren oder weil die da ihre Partys gemacht haben und Manson habe sich deswegen an ihnen rächen wollen. Ähnlich wie bei den Tate-Morden werden hier die Opfer auch wieder gefesselt, nachdem man sie überrumpelt hat. Nachdem sie brutalst hingerichtet werden, schreibt man wieder mit ihrem Blut die Worte Pig, Rice und Helter Skelter an die Türen und an die Wände. Und Helter Skelter haben sie falsch geschrieben. Das ist nur so ein Side-Fact, aber sie haben auch noch falsch geschrieben. Als wäre das jetzt so das Schlimmste daran. Helter Skelter nimmt hierbei übrigens Bezug auf einen der Beatles-Songs, denn Manson meint in diesem Song, der Helter Skelter heißt, einen Bezug auf den Rassenkrieg, der ja bevorsteht, zu hören. Und deswegen hat er immer wieder auf dieses Lied hingewiesen. Nachdem die Polizei diesen Tatort findet, kurz nachdem man den Tatort von den Tate-Morden gefunden hat, stellen sie aber keine Verbindung zwischen den beiden Taten her. Was ziemlich krass ist, wenn man sich das mal überlegt, weil das beides so schreckliche Szenen sind, die sie da vorfinden und ähnliche Worte oder sogar dieselben ja an die Wände und Türen geschmiert wurden. Und trotzdem denkt sich die Polizei so gar nichts. Erst als man irgendwann Susan Atkins festnehmen kann und die dann anfängt, auch über die Tate-Morde zu sprechen, findet die Polizei die Verbindung. Gott sei Dank. Es ist mittlerweile der 16. August 1996. Tatsächlich wird die Manson Family nun festgenommen, aber noch nicht wegen der schrecklichen Taten. Nein, sondern wegen Autodiebstahls. Okay, Hauptsache, die werden gepackt. Manson hat zu dieser Zeit die Vermutung, dass der Ranch-Arbeiter, also der dort arbeitet, wo die Manson Family jetzt ihr neues Lager hat, dass der ihn verraten hat. Und ihr wisst, das ist immer ein großes rotes Tuch bei Manson. Sobald er das Gefühl hat, hey, ich bin hier ausgetrickst oder verraten worden, geht das wahrscheinlich an sein Ego, es kränkt ihn und verletzt ihn. Und ich denke mal, das hat dann Donalds, also Shortys Schicksal, besiegelt.
Denn kaum war die Manson Family wieder freigelassen worden, verschwindet dieser. Seine Leiche wird erst viel, viel später gefunden. Und natürlich wird vermutet, dass die Manson Family dahinter steckt. Einige der Mitglieder sind dafür auch verurteilt worden. Am 12. Oktober werden die Anhänger der Manson Family erneut festgenommen. Und nein, wieder nicht wegen der Morde. Stattdessen wegen Brandstiftung. Aber egal, wir nehmen ja, was wir kriegen, ne? Und tatsächlich schafft die Polizei es dann auch, alle Verknüpfungen herzustellen und behält die Manson Family direkt bei sich mit dem Verdacht für die Tate-Morde, die LaBianca-Morde und für den Tod von Donald, also von Shorty, verantwortlich zu sein. Ihr erinnert euch daran, dass Susan Atkins ausgesagt hat und so wird sehr schnell klar, was passiert ist und wer involviert war. Ab dem 24. Juli 1970 beginnen also die Prozesse gegen Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Kernwell und Leslie Van Houten in Los Angeles. Dieser Prozess dauert über 225 Tage lang an. Und zu der Zeit, ihr könnt es euch vorstellen, dreht Hollywood durch. Das waren die Größen, Sharon Tate und Roman Polanski, waren Namen, die jeder kannte. Genauso wie das Gesicht von Charles Manson, denn das kannte jetzt auch jeder. Etwas, was super interessant ist und auch erschreckend irgendwo, ist, dass die Mitglieder der Manson Family immer noch die Schuld auf sich nehmen und versuchen, ihren Guru, ihren König, ihren Retter Charles Manson zu schützen. Sie sagen, sie selber seien alles gewesen, er habe damit nichts zu tun gehabt. Da musste ich daran denken, wie muss sich das anfühlen, wenn du weißt, dass du die ganze Schuld auf dich nimmst, um wen anderes zu schützen. Jemanden, der all das initiiert hat. Oder waren sie vielleicht schon an einem Punkt, wo sie so gebrainwashed waren, wo sie so manipuliert waren, dass sie echt dachten, es wäre aus eigenem Wille und aus eigener Intention alleine entstanden. Zu dieser Zeit passiert es übrigens dann auch, dass Manson sich das X auf das Gesicht brennt, das, woraus er dann später ein Hakenkreuz macht. Und sein Gefolge geht den ersten Schritt mit. Die machen sich dann auch alle ein X auf die Stirn. Das ist Wahnsinn. Also, das fällt mir so schwer zu glauben, dass man einer Person so uneingeschränkt überall hin folgt, alles, was er tut, so nachmacht und übernimmt und glaubt und unterstützt. Wahnsinn, an welchem mentalen Punkt müssen diese Menschen gewesen sein? If you look like the mind could go to a lot of places in prison and yeah. He's like, well, I'm free, man. There's no walls here or anything. There's no bars. My mind is free. And he created really good art. Yes, I think he was a great musician, had a way with words. He was a poet. He created all these like spider sculptures and stuff in prison that are cool. And he drew. And he painted. He was a thinker. He was well read. Yeah, I would say he was definitely an artist. Like it was a way of expressing all these things. But yes, he also is a bad guy and a killer. Can't he be both things? I don't know for sure if he was a killer. He ordered killings, so that is a killer in as far as the law goes. But yeah, I think he was a great musician. The problem is he wasn't good enough by the standards of the music industry. Am 29. März 1971 fasst die Jury dann ihr Urteil. Sie verurteilen die vier Angeklagten wegen siebenfachen Mordes zum Tod durch Vergasung. Dieses Urteil wird dann auch vom Richter bestätigt. Ab April 1971 sitzt Manson dann in seiner Todeszelle in San Quentin. Nur ein Jahr später wird die Todesstrafe für alle Beteiligten dann in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Und ja, was passiert dann noch? Es wurde versucht, ihn zu töten, aber das hat nicht funktioniert. Und in 1973 heiratet er dann nochmal. Er heiratet eine gewisse Elaine Burton. Doch das hält nicht lange. Er lässt sich irgendwann scheiden, weil er fest davon überzeugt ist, dass sie seine Leiche nach seinem Tode verkaufen will. Außerdem wird er irgendwann von einem Mitgefangenen mit einer Säure überschüttet, die dann angezündet wird. Doch auch diesen Anschlag überlebt Manson. I realized in the last call that it was the last call, because okay. In the third call there is a sense of defeat in his voice. He's like, I got nothing to say anymore. I said okay. It all. Bye. Yeah. I was like, well, yeah. you can call me again anytime. We can talk about the music. No. So I didn't realize it at the time, but yeah. Listening back, that was it. That was all I was going to get from him. But there's other people who would call him and just kind of let him
ramble on. Am 19. November 2017 stirbt Charles Manson dann an Darmkrebs. Er war 83 Jahre alt. Und nun kommen wir zu den Theorien. Die Suche nach den Gründen, warum diese schrecklichen Taten begangen wurden. War es Kränkung alleine? Und was hatte Sharon Tate damit zu tun? Und ihre Gäste, warum mussten sie sterben? Die erste Theorie ist die Helter-Skelter-Theorie. Das, was ich ja schon angerissen hatte, dass der Rassenkrieg bevorsteht und Charles Manson diese Taten dann Schwarzen in die Schuhe schieben wollte, dass er da einen Trip gefahren ist und dieses prophezeite Chaos irgendwie dadurch besiegen wollte. Keine Ahnung, macht keinen Sinn, ist absolut unlogisch, aber vielleicht hat es ja für die Manson Family totalen Sinn ergeben. Ist auf jeden Fall die erste Theorie. Die zweite Theorie ist das Motiv der Kränkung. Da geht es ja um Terry Melcher, dass dieser ihm nicht zu dem Superstar-Status verholfen hat, den Manson sich immer erträumt hat, dass er das Gefühl hatte, von den anderen verraten worden zu sein und sich deswegen rächen wollte. Die dritte Theorie dreht sich um einen der Anhänger der Manson-Familie, um Bobby Beausoleil. Dieser war damals für den Mord an Hinman inhaftiert worden. Hier sagt man, dass Manson so ähnliche Taten wieder begehen wollte, um zu beweisen, dass Bobby Beausoleil unschuldig ist. Dass er dann sagen kann, ey, sowas Schreckliches ist passiert, während er im Gefängnis war, dann kann er das mit Hinman ja gar nicht gewesen sein. Und tatsächlich sagt er auch in seiner Verteidigungsrede, dass das alles nur aus Liebe zu seinem zu Unrecht festgenommenen Bruder Robert Beausoleil geschehen sei. There is a theory that Tom O'Neill explores, a journalist in his CIA Chaos Manson book that came out, I think, earlier this year. One of the theories is, and this links to the media, is the CIA wanted to make hippies the boogeyman. And Manson directed these murders. He directed Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian, Charles Tex Watson to the Tate House, to the LaBianca House to commit these murders to neutralize the left-wing movement. If you look at Black Lives Matter, it's not much different than it was in 1969 because you had the Hollywood elite, rich people, Jane Fonda, Donald Sutherland, actors we know like that, who supported the Black Panther Party. And also the countercultural youth movement, there was such a divide between the young and old that they wanted to make hippies the boogeyman. And what yes. bigger of a boogeyman than that Charles Manson Time Life photo to say, we, you know, these hippies, they're bad. Look what LSD could do to your children. It was to turn the culture against them. And I think that that's part of what the media did, is to turn the culture against the youth movement. And I don't want to use the word scapegoat, that the Manson family was scapegoated, but it yes. was used to a political advantage, especially when it came to this COINTEL objective initiated by J. Edgar Hoover to, you know, neutralize the left-wing movement. Ja, es ist wirklich viel. Es sind viele Menschen, die darin vorkommen. Es sind viele Namen, viele von mir wahrscheinlich sehr falsch ausgesprochene Namen. Auch ich kann euch gar nicht sagen, mit wie vielen verschiedenen Gefühlen ich hier zurückgelassen werde. Es ist Verwunderung, absoluter Schock, wie Menschen so weit gehen können für eine andere Person, wie man einer einzelnen Person so viel Macht und Vertrauen schenken kann. Trotzdem versuche ich auch nicht arrogant zu sein, denn sowas kann vielleicht ja sogar jedem von uns passieren. Wir kennen es vielleicht aus einer toxischen Beziehung, in der wir das gemacht haben, was unser Partner gesagt hat, weil wir uns nach Liebe gesehnt haben. Oder wir kennen es aus Freundschaften, wo man die Meinung des Freundes über alles gestellt hat und alles dieser Person geglaubt hätte oder anvertraut hätte. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. An der Stelle möchte ich natürlich nochmal vielen, vielen Dank an unseren tollen Interviewpartner Ryan ausrichten. Ich muss sagen, ich hatte ein wahnsinnig schönes Gespräch mit ihm und bin so froh, dass er sich die Zeit genommen hat, und ich hoffe, dass ihr das genauso genossen habt wie ich, zu hören, was er zu all dem zu sagen hatte. You're doing very well. Oh my God, did I just get a pat on the back from you yes. mid-interview? Wow, thank you. Wie gesagt, wenn ihr die Sachen von ihm auschecken wollt, dann findet ihr alle Links unten. Er wird sich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut, habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.